Mein Name ist Nala Zobotia. Ich bin geboren in Mexiko. Ich war in Mexiko. Ich habe mich befreit, wenn ich sehr jung war. Mein Name ist zwei Kinder. Wir waren in Ontario in Mexiko vor ein paar Tagen. Das Leben war sehr schwer für uns. In 2002, mein Name ist wir diagnosiert mit Cancer. Ich starb 5 Monate wieder und dann bleibe ich allein. Ich bin eine junge Weltfrau mit 2 Kindern. Mein Leben war immer spannender, weil ich bin nicht bereit zum allein sein. Ich dachte, ich bin mit dem Sieg, dass ich nicht allein bin, so ich befreie mich kurz nachher dort. Und dort bin ich erträgt, wie ich kurz einschalte. Und das wieder von einer von einem Monat und anderen Monat, cause ich bin nicht reit für mein Leben. Und dann, ich denke mir, ich habe Gott verloren. Ich denke mir, was hat Menschen verloren. Und dann, dass ich meine Heimat befreie, zum dritten Mal. Und dann dachte ich so, Gott würde mir das nicht vergeben. Ich denke mir, meine Video und meine Badernis probe zu bedanken mit sehr schaffen, mit sehr trinken. Und ich habe angefangen abzugeben für meine Kinder. Ich habe nicht sehr viel Raum gegeben. Meine Kinder, die müssen abwachsen. Gerade das waren sie weise, wir haben keine Eltern. Wenn ich die Eltern in die Schalung komme, die erste Monat wäre es sehr schwer für mich, weil ich kann nicht mal eine Bibel verstehen, wenn ich sage. Und ich dachte, ich kann es nicht tun, ich werde es nicht merken können. Und dann dachte ich so, ich will was Neues vor. Und ich probe 3 Mal Neues davor, aber meine Leader sagte zu mir nach dem letzten Mal, ich soll ihnen noch einmal eine Chance geben. Und dann brüge ich Duhl. Und dann wusste ich, dass Gott hat einen Plan für mich. Und dann dachte ich mir ganz Hand geben für Gott. Und dann dachte ich so, nun will ich alles Hand geben, dass ich kann von hier wieder für Gott leben. Und ich habe ein ganzes Jahr, seit ich in der Adulting Challenge war, und ich bin Gott sehr dankbar, dass er mich das ganze Jahr geholfen hat. Und meine Kinder, wenn sie mich besiegen in der Adulting Challenge, sie sagten zu mir, wir sind die beste Mutter. Und du brauchst nicht mehr diese Donuts, wenn du mal so schaftig sein musst. Du kostet nicht dein Hort, kostet dir nicht schaftig sein. Und ich konnte eine schöne Zeit haben mit meinen Kindern. Und meine Kinder, die sind nicht so scharf, wenn sie mir sagen, die Gute sei, dass sie haben ihre Mama nicht trägt. Sie sind nicht mehr allein. Sie sind nicht mehr weise in der Welt. Sie haben auch eine Mama. Und ich daran denke, dass ich dieses Programm, das ich nicht nehme, von der wieder, das ist ein anderes Programm, das ich kann nehmen kann. Ich will bloß bei der Adulting Challenge bleiben, weil ich will das nicht für mich allein tun, ich will das für meine Kinder auch. Ich habe einen Bibelvers, den ich will sharen, was mich sehr helfen hat, weil ich hier in einem Programm wie Galater 1 Vers 10 würde sein, dass weil ich nicht probe, die Menschen zu folgen, oder weil ich probe, Gott zu folgen. Von hier wieder, ich sehe Gott sein Kind. Und ich will alles tun, was er nicht will haben für mich. Und ich will anfolgen.